Nee, du bist zu früh dran. Karneval ist noch ein Monat. Nee, das passt jetzt schon eher. Da suche ich gerade ein Bildband und zwar Informationen über Ahrweiler. Gedreht wurde das Video am 31. Januar 2014. Hier am Kanonenturm geht's los. Und das Ende Januar. Das ist das A-Tor mit seinen 5 Geschossen. Hier in der Nähe fand auch jedes Jahr das Radrennen statt. Da habe ich schon oft dran teilgenommen. Jetzt geht's gleich rauf auf den Wehrgang. Der Wehrgang ist vielleicht 50 Meter lang. Ne, ist doch ein bisschen länger. Die Stadtmauer ist übrigens noch komplett erhalten. Ahrweiler ist jetzt ein Vorort von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das ist der Bitzenturm. Da sollte mal eine Eisenbahn gebaut werden, und zwar für Kohle, irgendwie nach Aachen. Ahrweiler liegt im nördlichsten Teil von Rheinland-Pfalz. Links ist jetzt die Ahr. Also der Bitzenturm ist von der anderen Seite. Das könnte ein Reiher sein. Aber bis zum Rhein hat die Ahr nicht mehr weit. Die Lage von Ahrweiler ist schon einmalig mit den Weinbergen rundherum. Mühlen gab es in der Stadt eine ganze Menge. 7 Stück und da waren noch 4 außerhalb. Von der Ahr wurde hier der Mühlenbach abgezweigt. Er hat eine Länge von etwa 4,8 Kilometer. Ist aber künstlich angelegt. Der Einlauf in die Stadt ist hier am Obertor. Obertor liegt im Westen der Stadt und hat 4 Geschosse und 4 Ecktürme. Dann gehe ich jetzt vom Obertor mal in die Stadt. Das heißt erstmal rechts rum.
Da gehe ich mal ein Stück dem Bach entlang. Ich bin immer sehr gerne in die Stadt. Das ist ja nur 50 Kilometer von Köln entfernt. Oder ich glaube 35 von Bonn. Das ist der Schlösschensturm. Da ist heute eine Wohnung drin. Gut, dann geht es erstmal wieder zurück. Nein, kein Erdbeben ist der Kameramann. Ja, es gibt hier noch einen Wallgraben. Teile vom Wallgraben sind noch erhalten. Der Wallgraben geht noch vom Obertor bis zum Adelsbacher Tor. Und da stehe ich gerade vor. Von hier aus kann man dann schön in die Weinberge raufgehen. Da geht es dann auch zum Rotweinwanderweg. Die Pfeiler von der alten Bahnstrecke werden heute als Klettergarten genutzt. Die Römervilla ist, glaube ich, für jeden Kulturinteressierte ein Muss. Ein wunderschöner Wanderweg. Von hier aus zum Beispiel von der alten A. Der verläuft da, wo die Kapelle ist, entlang. Das ist natürlich eine saubere Sache, mit dem Zug anzureisen. Es gibt auch noch einen tollen Radweg hier entlang der A. Im Sommer wird es aber hier ganz schön eng. Hier sieht man eine sogenannte Weinpresse. Das habe ich gerade festgestellt, meine Speicherkarte ist alle. Da muss ich dann morgen nochmal wiederkommen. Ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Teil.